Muss ich? Wir müssen. Hört ihr auch dieses? Da ist irgendwas im Hintergrund gerade. Oh Gott. Da ist schon mal ein toter Schwan am Rand. Wäre es nicht so creepy, wäre es entspannend. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Oh yeah. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. At my house. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. Uh-oh. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed.
traut niemals jemandem, der Süßigkeiten hat. Ah! Entschuldigung. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool! The old witch said, the opening is here! And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. Krass. And the witch was cooked. Die haben echt die Hexe gekocht. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Bitte was? Das Ende ist neu, Freunde. Die haben doch nicht ernsthaft die Hexe gegessen. Was? Ich wollte nicht heulen. Das war nur ein Schwan. Ich will hier raus. Ich will hier sofort raus. Lass mich hier sofort raus. Oh Gott. Es hält erst hier an. Ich will da raus. Oh Gott. Lass mich da. Ich wollte nicht heulen. So. Jetzt ist er wieder normal. Oh Gott. Huch. Die haben die Hexe gefressen. Die Kinder haben die Hexe gegessen. Gefressen eigentlich eher. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Oh je, Freunde. Die junge Dame, die wir hier spielen, die Lorraine, scheint sich gut auszukennen, was den Schmerz angeht, den sie gerne durch Süßigkeiten wegmachen würde, aber der Schmerz geht nicht weg. Das ist ja das Schlimme, er wird höchstens schlimmer. Und sie wünscht sich, mit ihrem Sohn gemeinsam, wie Hänsel und Gretel, gegen den Rest der Welt zu stehen, aber es ist so schwer. Und was ich auch interessant finde, oder was ich schlimm finde, sie hat ihrem Sohn Hänsel und Gretel vorgelesen, als der Strom abgeschaltet wurde, oder bis der Strom abgeschaltet wurde. Ich glaube, der Lorraine geht's gar nicht so besonders gut, Freunde. Sie und ihr Sohn gegen den Rest der Welt. Oh Mann. Und ich muss sagen, die Gegend ist wirklich schön. In dem Flyer stand ja, dass dieser Mr. Winter das Herz der Solomon Island, also dieser Insel, dass er das in den Park integrieren möchte. Und das hat er gut geschafft, finde ich. Es ist wirklich schön hier.
grafisch und auch vom Spiel her, also von der Natur her. Auto. Hallo? Ach. Another accident. This place. Dieser Ort. Noch ein Unfall. Dieser Ort? Wieso dieser Ort? Und wieso noch ein Unfall? Könnten wir das ausschalten? Danke. Das Teddybär mit einem Dolch im Auge. Ich mag ich nicht. Ich mag keine Spiele in den... Ist das Mr. Bär? Oh mein Gott, das ist Mr. Bär! Den wir für Callum suchen sollten. Oh Mann. Und hier ist alles voller Blut. Okay, also, es gab einige Störungen bei dem Bau. Aber der Atlantic Island Park wird dennoch öffnen. Eines Tages. Der Bürgermeister wird das Band durchschneiden, alles ganz feierlich. Dann ist nur noch die Frage, wie viele Besucher kommen, ob Besucher kommen. Aber Mr. Winter ist eigentlich nicht besorgt darüber, denn... die Kunden werden kommen, weil sie einfach auf Kuriositäten stehen, könnte man sagen. Weil alles, was kurios ist, zieht Menschen an. Ja, und dann geht's nochmal um diesen Henderson. Und Mr. Winter glaubt, dass positive Emotionen, die diesen Ort von jetzt an erfüllen werden, das, was der alte Henderson da gemacht hat, dass das relativieren wird, dass das... dass das nicht länger an diesem Ort verweilen wird, diese negative Energie, sondern dass es durch positive Energie verbessert wird. Ich klinge gerade wie so ein Öko. Positive Energie! Ja. Okay, Mr. Winter will nicht die Fehler von Henderson machen. Und bald wird er wissen, ob alles umsonst war. Wenn ich mir das Auto anschaue, war alles umsonst. Wir brauchen hier dringend mehr positive Energie, Freunde. Mir gefällt's hier nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Rennen wir mal ein bisschen. Ich will hier keine Schockeffekte verpassen oder so. So wie den da. Come to Mommy, Callum. Da redet irgendwer. Klingt wie ein Roboter. Oder eine Stimme aus dem Radio. Ah, deshalb das Lautsprecher. Das ist aber eine ziemlich gruselige Stimme, die da redet. Oh, Freunde, ich habe so eine Gänsehaut. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wo ist mein Bär? Beim Übersetzen habe ich den gerade weggelegt. Das geht gar nicht. Wow, das ist ja cool. Aber was zum Henker ist das da in der Mitte? Ein Pinguin, oder? Ein Pinguin mit Stacheln. Mann, so ein Ding gab es auf unserem Jahrmarkt auch. Nur kleiner. Das hieß, glaube ich, der Kraken oder so ähnlich. Ja, Kraken hieß das. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. Callum? Wo bist du, Kind? Ich sehe dich nicht. Du redest, aber ich sehe dich nicht. Examine report. The guy just snapped. Those poor kids. Ach du Scheiße, das ist ein Augenzeugenbericht von Norma Creed. Freunde?
die Mutter hat mit ihren Jungs Chat the Chipmunk angeschaut, der gerade eine Eisskulptur bearbeitet hat. Und der hat das Ding bearbeitet und es sah irgendwie ganz komisch aus. Zuerst dachten sie, es wird ein Löwe oder irgend sowas in der Art, aber dann sah das Ding total seltsam aus und irgendwie hat es ganz komische Proportionen und es sah wirklich eklig aus und dann sah es auch noch aus, als würde irgendwas von da drinnen nach draußen sehen irgendwie. Boah. Und dann kamen ein paar Teenager, die Chat the Chipmunk, also dieses Maskottchen, die haben fiese Sachen zu ihm gesagt und dann wurde er zum Berserker. In nur wenigen Momenten. Nach wenigen Momenten ist das Chaos ausgebrochen und jeder ist weggerannt und weggerannt von diesem durchgeknallten Eichhörnchen. Und ja, er hat einen von den Teenagern erwischt, hat ihn auf den Boden geworfen und mit einem Eispickel hat er ihn bearbeitet. Die Leute haben geschrien und ja, sind weggelaufen. So schnell sie konnten. Die Mutter, Frank und die Kinder. Ja. Oh Gott, und das Letzte, was sie gesehen haben, war, wie ein Augapfel von einem der Kinder, von einem dieser armen Teenager, auf der Eisskulptur gelandet ist und es dann so aussah, als würde dieses gruselige Teil am Leben sein und einen ansehen. Oh, Entschuldigung. Das Eichhörnchen ist durchgeknallt. Okay, wir kommen hier rein. Das Eichhörnchen hat einen Teenager mit dem Eispickel getötet. Das ist ausgerastet.